Hallo zu einem neuen Blumenstrauß der Woche. Unser Blumenstrauß geht heute an einen Herzensmenschen von Neumarkt TV. Und zwar an unsere Praktikantin Sandra, die ist heute den letzten Tag da. Und warum sie den verdient hat, das verrate ich gleich. Hallo, meine Liebe! Du darfst den jetzt halt auch gleich für dich behalten. Ich wusste es, dass sie wieder weint. Du hörst jetzt sofort auf, weil sonst muss ich nämlich auch wieder mitweinen und dann können wir uns gar nicht drüber unterhalten. Wir wollten uns bei dir bedanken für die schöne Zeit. Du warst ja jetzt eigentlich ganz schön lange bei uns und bist irgendwie schon, gehörst schon zum Inventar. Ich glaube, 2 mal 10 Wochen, oder? War das richtig? Ja, 2 mal 10 Wochen. Und zwar im Rahmen von deinem Studium. Das heißt, du hast jetzt nicht wirklich was von uns bekommen. Und was man da wirklich ganz, ganz, ganz toll hervorheben muss, ist, dass du ohne Murren, ohne Blödschauen oder irgendwas alles gemacht hast, übernommen hast, geschaut hast, wo du helfen kannst. Und das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Für dich vielleicht und deswegen hast du den Blumenstrauß verdient. Danke für alles. Danke, ich danke euch. Oh, ihr seid so lieb. Oh Gott, danke.